Hallo und herzlich willkommen zum auf Instagram und Twitter bereits angekündigten Frage- und Antwort-Video anlässlich des Erreichens der ersten 1000 Abonnentinnen meines YouTube-Kanals. Ich muss vorausschicken, ich habe in dem Video nicht alle Fragen beantworten können, die mir zugeschickt wurden, weil das Video nicht allzu lang werden sollte, ein eher kurzes, informelles Video. Ich werde das nächste Fragen- und Antwort-Video allerdings bei Erreichen der 1500 Abonnentinnen aufnehmen. Das heißt, wenn eure Frage nicht berücksichtigt wurde, könnt ihr mir sie dann gern noch einmal schicken. Vielleicht wird sie im nächsten Frage- und Antwort-Video beantwortet. Na, einige Fragen, die thematisch sehr ähnlich waren, habe ich zu einer Frage zusammengefasst. Dann würde ich loslegen mit einmal der breitesten und als YouTube-Video naheliegendsten ersten Frage: Warum bist du von Facebook zu YouTube gewechselt? Der Wechsel war nicht ganz freiwillig. Facebook ist eigentlich die soziale Plattform, die mir am meisten liegt. Es ist die einzige soziale Plattform, es ist das einzige soziale Medium, in dem man sich in Form längerer Texte schriftlich ausdrücken kann. Längere Texte zu historischen oder politischen Themen zu schreiben, ist das, was mir in sozialen Medien am meisten liegt. Facebook ist für mich die technisch geeignetste Plattform überhaupt, aber der Amoklauf des Facebook-Algorithmus in den letzten Monaten macht es leider zunehmend unmöglich, Facebook noch zu benutzen, insbesondere wenn man sich mit politischen und historischen Themen beschäftigt und eine gewisse Reichweite mit seinem Channel erreicht hat. Es ist ungefähr seit 1,5 Jahren, dass im Zuge der Pandemie, der damit einhergehenden Flut von Fake News, Facebook den westlichen Regierungen versprochen hat, einen intensivierten Kampf gegen Fake News und politischen Extremismus zu starten. Ein Kampf allerdings, der mittels eines Algorithmus geführt wird, der offensichtlich technisch noch vollkommen unausgereift ist und dann für vollkommen absurde Gründe sperrt, weil man einen Begriff verwendet hat, der in irgendeiner Blacklist des Algorithmus gespeichert ist. Es ist nicht einmal so, dass mein Account bewusst hiermit zensiert würde. Man merkt ganz klar, dass die Sperren, die ich auf Facebook bekomme, Zufallssperren, eine Algorithmussperre sind, dass kein realer Mensch diese Beiträge jemals betrachtet und gelesen hat, dass es eine reine Algorithmussperre ist, weil irgendein Reizbegriff in einem meiner Posts auftaucht. Und das Dumme ist, je häufiger man gesperrt wird, desto höher fällt die Strafe bei der nächsten Sperre aus, weil das niemals gelöscht wird. Facebook zeigt mir bei jeder Sperre an, wie viele Sperren und sonstige Bestrafungen ich in den letzten 12 Monaten schon bekommen habe. Und je mehr sich davon gesammelt haben, desto höher ist die nächste Sperre, was dazu führt, dass mittlerweile, insbesondere da mein Account auf Facebook eine relativ hohe Reichweite hat, damit Beiträge sehr häufig sehr viel geliked und geteilt werden und damit mit Zentrum der Aufmerksamkeit des Algorithmus stehen, sehr oft dazu führt, dass ich 30 Tage oder noch längere Sperren wegen vollkommen absurder Begründungen bekomme. Ich bin mittlerweile eigentlich häufiger auf Facebook gesperrt, als ich schreiben kann. Es sind offenkundige Gründe, bei denen man sieht, dass nie ein Mensch diese Beiträge gelesen hat. Eine Sperre habe ich beispielsweise bekommen, weil ich einen Zeitartikel geteilt habe, in dem darüber berichtet wurde, dass die Wahlergebnisse der AfD umso niedriger sind, je höher der Migrantinnenanteil in einer Region sind. Dass die AfD also gewählt wird von Leuten, die überhaupt keinen realen Kontakt mit Migrantinnen haben, für die es ein Phantom ist. Der Facebook-Algorithmus hat offensichtlich nur gesehen, AfD, Migrantinnen, Wahlergebnisse, das ist also potenziell ein Beitrag von einem AfD-Sympathisanten, wird also gesperrt wegen Hassrede. Das hat mir eine Woche Sperre eingebracht, ohne dass ich dagegen etwas tun konnte. Ein anderes Mal bin ich gesperrt worden, weil ich einen Beitrag geschrieben habe über den Vergleich zwischen der europäischen und der chinesischen Corona-Politik, dabei die chinesische Regierung dafür gelobt habe, dass sie es geschafft hat, mit ihrer konsequenten Seuchenbekämpfung eine Ausrottung des Virus auf nationaler Ebene zu erreichen. Der Begriff Ausrottung wurde von Facebook-Algorithmus offensichtlich als Nazi-Begriff gespeichert. Das hat zu einer automatischen Sperre wegen Hassrede geführt für 30 Tage. Als ich nach Ablauf dieser Sperre einen Screenshot des Posts gepostet habe, für das ich gesperrt wurde, gab es sofort die nächsten 14 Tage Sperre, weil der anstößige Inhalt noch einmal gepostet wurde. Aktuell bin ich auf Facebook gesperrt wegen, mal wieder wegen Hassrede, 30 Tage, wegen eines Beitrags, in dem ich
Über die Häme der westlichen Medien, über die Versorgungskrise in Großbritannien nach dem Brexit schreibe und in einer ironischen Weise die Verhöhnung der dummen britischen Wähler durch die westlichen Medien paraphrasiere, weil der Facebook-Algorithmus einfach Ironie, Paraphrase, Zitate und überhaupt Kontext von Beiträgen nicht verstehen kann, nur nach einer Liste von Blacklist-Begriffen sucht, die zu einer automatischen Sperre führen. Das hat eben in den letzten 1,5 Jahren eine derartige Frequenz angenommen, dass ich meinen Facebook-Account praktisch nicht mehr benutzen kann oder nur noch Wochen bis wenige Monate lang benutzen kann, bis wieder die nächste Sperre hagelt und ich davon ausgehen muss, dass es innerhalb der nächsten Monate vielleicht auch eine finale Sperre, eine endgültige Löschung meines Accounts geben wird. Einfach weil ich, wenn die Begründungen auch noch so unsinnig sind, genug Sperren angehäuft haben, um dann zu einer automatischen Löschung irgendwann zu führen. Um trotzdem eine Ausdrucksmöglichkeit zu haben, meine Beiträge, die längeren Textbeiträge trotzdem in irgendeiner Weise publizieren zu können, musste ich mir irgendeinen Alternativ-Account zulegen, habe mich dafür entschieden, einen YouTube-Account zu starten, weil alle anderen sozialen Medien nicht wirklich die Möglichkeit haben, sich in Form langer zusammenhängender Texte auszudrücken. Twitter natürlich überhaupt nicht, ich komme in Twitter überhaupt nicht klar, verstehe nicht, wie man auf Twitter Reichweite gewinnt, komme extrem schlecht damit zurecht, mich in 2 bis 3 Sätzen ausdrücken zu müssen, die auf Twitter erlaubt sind. Instagram kann ich etwas längere Textbeiträge als Beschreibung zu einem Foto hinzufügen, aber auf Instagram ist es nicht möglich, einen 10, 20, 25.000 Zeichen Text zu veröffentlichen, wie ich sie regelmäßig auf Facebook veröffentlicht habe. Die ist einzige soziale Plattform mit einer großen Userschaft, mit einer großen potenziellen Reichweite, schien mir deswegen YouTube zu sein und damit zu beginnen, bereits von mir verfasste längere Beiträge, neue längere Beiträge als Video einzusprechen. Und mir scheint, dass es auch ganz gut ankommt, dass ich auf YouTube auch Leute erreiche, die ich mal auf Facebook nicht unbedingt erreicht, dass YouTube vor allem die Möglichkeit hat, auch jüngere Leute zu erreichen, während Facebook mehr und mehr zu einem sozialen Medium der über 30- bis 40-Jährigen wird. Was nicht an sich schlecht ist, aber ich habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass durch meinen YouTube-Kanal, die Bewerbung des YouTube-Kanals beispielsweise auf Instagram, meine Beiträge auch jüngere Leute erreicht haben, als sie im Schnitt auf Facebook tun werden. Das heißt, ich werde natürlich meinen Facebook-Account, solange er noch aktiv ist, weiterhin benutzen, aber ich fürchte, dass ich ihn immer weniger effektiv werde nutzen können und YouTube mein Hauptausdrucksmedium wird bleiben müssen. Und zur zweiten Frage. In deinem Trotzkismus-Video sagst du, dass historische Fragen für Kommunisten heute nicht so relevant sind bzw. sein sollten. Stattdessen sollte man sich lieber auf aktuelle Fragen fokussieren. Wieso veröffentlichst du dann neben Videos zu aktuellen Fragen sehr viele historische Videos? Zunächst einmal habe ich nie in dem Trotzkismus-Video oder in irgendeinem anderen Beitrag gesagt, dass es irrelevant sei, sich mit historischen Fragen zu beschäftigen. Es wäre absurd, wenn ich diese Meinung vertreten würde, während ich selbst mich sehr intensiv mit historischen Themen beschäftige. Während 3/4 aller Bücher, die ich lese, Geschichtsbücher sind und mindestens die Hälfte aller Beiträge, längeren Beiträge, die ich für Facebook oder YouTube verfasse, Beiträge zu historischen Fragen sind. Natürlich bin ich der Meinung, dass es wichtig und dass es sehr relevant ist, sich mit historischen Fragen zu beschäftigen, um zu verstehen, wie die politische Wirklichkeit, wie die gesellschaftliche Wirklichkeit, in der wir heute leben, zustande gekommen ist. Es ist ein wissenschaftliches, ein Forschungsinteresse, das sich nicht unbedingt im Rahmen akademischer, historischer Wissenschaft stattfinden muss, aber Menschen haben ein Bedürfnis danach zu verstehen, wie die Lebenswirklichkeit entstanden ist, in der sie sich befinden. Und Kenntnis der historischen Genese der eigenen Gesellschaft, der eigenen politischen Umgebung ist, wenn auch nicht notwendig, sondern sehr hilfreich zu verstehen, was historische Gesetzmäßigkeiten sind, wie gesellschaftliche Umschwünge stattfinden, unter welchen Bedingungen ein Gesellschaftssystem instabil wird. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, das ist sehr heilsam von zirkulierenden idealistischen, unmaterialistischen Ideen ist, sich mit materialistischer Geschichtsschreibung auseinanderzusetzen, sich anzusehen, wie tatsächlich in der bisherigen Geschichte es zur Revolution gekommen ist, wie Gesellschaften instabil geworden sind und Platz gemacht haben für neue Gesellschaftssysteme. Wogegen ich mich in meinem Video und in diversen anderen Beiträgen gewendet habe, ist die Manie, bestimmte historische Fragen und die Beantwortung von bestimmten historischen Fragen in einem bestimmten Sinne zu einem identitätsstiftenden und ausschlaggebenden Ding für die politische Organisierung zu machen.
Beispielsweise die Tatsache, dass ich es für sehr interessant, sehr relevant und sehr lehrreich und hilfreich halte, sich beispielsweise mit dem Übergang von der feudalen zur kapitalistischen Gesellschaft zu beschäftigen, bedeutet nicht, dass ich der Meinung bin, eine bestimmte Interpretation des späten Feudalismus und des frühen Kapitalismus sollte verbindlich sein, um mit Leuten politisch zusammenarbeiten zu können. Natürlich ist es relevant und extrem interessant, dass man sich damit beschäftigt, wie der Kapitalismus eigentlich entstanden ist, wie die feudale Welt in die kapitalistische übergegangen ist, aber es wäre total verrückt zu verlangen, dass eine bestimmte Interpretation der Emanzipationskämpfe des Bürgertums im Spätmittelalter, eine bestimmte Interpretation der Wirtschaftsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts verbindlich sein sollte, um heute mit Leuten in einer politischen Organisation zusammenarbeiten und für ein konkretes Ziel kämpfen zu können. Beispielsweise im tagespolitischen Rahmen in einer Initiative gegen Vermieter, gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus oder in einem breiteren Sinne in einer kommunistischen Organisation, der Kampf für eine Planwirtschaft, für eine sozialistische Gesellschaft. Für die Frage, mit wem ich mich gemeinsam organisieren, mit wem ich gemeinsam politisch kämpfen kann, ist nur ausschlaggebend, was für politische Ziele ich verfolge, ob diese politischen Ziele mit anderen übereinstimmen und ob wir mehr oder weniger eine Übereinstimmung in den Ideen darüber haben, mit welchen politischen Kampfmethoden, mit welchen Strategien dieses Ziel erreicht werden kann. Es ist nicht notwendig für eine gemeinsame politische Organisation, dass eine vollkommene ideologische Übereinstimmung zwischen Menschen in jeder philosophischen, jeder historischen oder jeder sonstigen wissenschaftlichen Frage besteht. Man kann sehr wohl in einer gemeinsamen politischen Organisation mit Leuten tätig sein, die eine andere Position als ich zum Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus haben oder, sagen wir, relevanter für die kommunistische Bewegung, die eine andere Position dazu haben, wie man die Fraktionskämpfe in der KPdSU der 20er Jahre interpretieren sollte. Die Frage ist für die politische Organisation, was will ich erreichen und auf welche Weise denke ich, dass man dieses Ziel erreichen kann und nicht, wie interpretiere ich eine 100 oder 500 Jahre zurückliegende historische Periode, die dazu geführt hat, dass diese Konflikte heute relevant geworden sind. Es ist sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Das ist aber nichts, was determinierend dafür sein darf oder sollte, mit wem ich heute politisch zusammenarbeiten kann. Deswegen natürlich ist es sehr wichtig, sich mit historischen Fragen zu beschäftigen. Es ist aber nicht ausschlaggebend, zu welchem Schlussfolgerung ich dabei komme für die Frage, wie ich mich heute politisch organisiere, wie man heute politisch kämpfen kann. Auch wenn natürlich die Beschäftigung mit historischen politischen Kämpfen sehr hilfreich dafür sein kann, heute vernünftige Ideen darüber zu entwickeln, wie man am besten kämpft. Man kann natürlich aus einer Betrachtung der Geschichte der bolschewistischen Partei Russlands oder der erfolgloseren westeuropäischen kommunistischen Parteien Lehren daraus ziehen, wie man sich politisch organisieren, wie man den Kampf für den Sozialismus führen sollte. Eine unterschiedliche Interpretation dessen, was kommunistische Organisationen in der Vergangenheit getan haben, kann aber nicht per se das ausschlaggebende Kriterium für politische Organisation und konkrete politische Arbeit sein, sondern nur, ob ich in der Gegenwart ähnliche Methoden anstrebe, ganz gleich, wie diese Methoden historisch entstanden sind, wie es historisch dazu gekommen ist, dass eine bestimmte Strömung genau diese Methoden vertritt. Zur dritten Frage. Welche Unterschiede siehst du zwischen dem Leben in Deutschland und Österreich? Das ist eine sehr breite Frage. Ich werde mich dazu relativ kurz fassen, weil ich in den nächsten Wochen oder Monaten wahrscheinlich auch ein eigenes Video dazu aufnehmen werde, was ich für politische und gesellschaftliche Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich sehe und auch die falschen Wahrnehmungen, die Deutsche oft von Österreich haben. Man kann die Frage, welche Unterschiede ich zwischen Deutschland und Österreich sehe, einmal auf der ganz praktischen, konkreten Ebene beantworten. Was mir am meisten aufgefallen ist, als ich nach Österreich gezogen bin, dass Österreich einfach eine in jeder Hinsicht höhere Lebensqualität als Deutschland hat. Nicht nur, dass das durchschnittliche Einkommen höher ist, dass der materielle Wohlstand höher ist als in Deutschland, auch dass die soziale Polarisierung bei weitem noch nicht so krass vorangeschritten ist als in Deutschland. Dass Österreich noch viel mehr Relikte, noch viel mehr intakte Bestandteile seines Sozialstaats, der keynesianischen Ära, der großen sozialdemokratischen Expansionsperiode hat.
Österreich steht in vieler Hinsicht vielleicht dort, wo Deutschland vor der Ära Kohl-Schröder stand, als es noch einen funktionierenden Sozialstaat gab. Man merkt es in Österreich einfach total krass, dass es die extreme Armut, die Millionen Menschen, die wirklich im Elend leben, die es in Deutschland dank Hartz IV und Co. mittlerweile gibt, in der Form nicht gibt. Dass selbst Langzeitarbeitslose in Österreich eine unvergleichlich bessere und würdevollere Existenz führen können als Langzeitarbeitslose in Deutschland. Dass natürlich der Lebensstandard insbesondere von beschäftigten Facharbeiterinnen in Österreich viel höher ist. Dass das Niveau der Infrastruktur in Österreich viel besser ist als in Deutschland. Dass Österreich trotz einiger neoliberaler Reformen in den letzten Jahren ein viel großzügigeres und humaneres Studiensystem als Deutschland hat, das ganz krass darauf ausgerichtet ist, wenig leistungsfähige, wenig aktive Studierende möglichst schnell aus dem Studium rauszuhauen. Man in Österreich viel entspannter, länger und sorgenfreier studieren kann als in Deutschland, die Barrieren für Hochschulbildung in Österreich viel geringer sind. Auf der politischen Ebene würde ich da verweisen auf das Video, das ich in den nächsten Wochen oder Monaten aufnehmen werde, wo ich besonders stark eingehen werde auf die deutschen Vorurteile gegenüber Österreich. Aber eines möchte ich jetzt schon erwähnen, das ist, dass Deutsche sehr oft diese Vorstellung haben, Österreich sei ein viel rechteres, ein viel konservativeres, ein reaktionäres Land als Deutschland, das einfach überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Die österreichische Bevölkerung ist nicht rechter, sie ist nicht rassistischer als die deutsche Bevölkerung. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Es gibt in Österreich keine mit Deutschland auch nur ansatzweise vergleichbares Ausmaß von neonazistischer Gewalt, von militantem, organisiertem Rechtsextremismus auf den Straßen. Es stimmt natürlich, dass Österreich eine seit langer Zeit starke parlamentarische Rechte hat, dass der Siegeszug der FPÖ in Österreich wesentlich früher begonnen hat als der Siegeszug der AfD in Deutschland. Aber das ist mehr oder weniger derselbe Bevölkerungsanteil, der für einen Rechtspopulismus offen ist, während der militante Rechtsextremismus in Österreich viel schwächer ist. Die Wahrscheinlichkeit, als Linker, als Homosexueller, als erkennbarer Migrant auf der Straße angegriffen zu werden, um Leib und Leben fürchten zu müssen, ist in Österreich wesentlich geringer, als es in Deutschland der Fall ist, wo jede Kleinstadt eine brutale militante Neonazi-Szene hat und Linke, Schwarze, Homosexuelle wirklich auf der Straße nachts sehr häufig um ihr Leben fürchten müssen. Es No-Go-Zones für Migrantinnen gibt, für Homosexuelle, für Linke. Das ist in der Form in Österreich nirgends der Fall, auch wenn in den letzten Jahren in Österreich auch eine gewisse Zunahme von rechtsextremer Gewalt, rechtsextremem Aktivismus stattgefunden hat. Dazu, wie gesagt, nur ein paar kurze Punkte, die mir spontan eingefallen sind. Ich würde in den nächsten Wochen oder Monaten noch ein eigenes, längeres Video dazu aufnehmen, zu gesellschaftlichen Unterschieden zwischen Deutschland und Österreich und insbesondere deutschen Ressentiments gegen Österreich. Aber unterm Strich, es gibt eigentlich keinen Aspekt, der mir einfällt, der am Leben in Österreich nicht besser wäre als an dem in Deutschland. Deswegen bin ich fast überrascht davon, dass in Österreich nicht noch viel mehr Deutsche leben, nicht noch viel mehr deutsche Studis vor allem, weil es gibt eigentlich einfach nichts im Alltag, was in Deutschland relevant besser wäre. Österreich ist einfach in jeder Hinsicht die bessere Version von dem, was Deutschland vielleicht in den 80er, frühen 90er Jahren mal gewesen ist. Zur vierten Frage. Was hältst du von politischer Gewalt? Und wie soll mit dem Feind nach der Revolution verfahren werden? Ich glaube, hinter der Frage steht ein bisschen so die Vorstellung, Sozialismus, Kommunismus sind gewalttätige Bewegungen, die danach streben, möglichst bald eine Terrorherrschaft errichten zu können, ihre politischen Gegner grausam zu unterdrücken und mit den ideologischen Feinden von gestern abzurechnen. Ich habe in der Kommunistenkneipe, bei der ich regelmäßig zu Gast bin, schon ein eigenes Video aufgenommen zur Frage der politischen Gewalt, ob es einen friedlichen Weg zur Revolution gibt. Ich hoffe, dass es den gibt. Ich glaube, dass es nicht realistisch ist, dass eine sozialistische Umwälzung vollständig gewaltfrei verlaufen kann, wenn ich auch der Meinung bin, dass es absolut nicht zu erwarten ist, dass mit einer sozialistischen Machtübernahme ein Blutbad einsetzen wird. Die meisten Revolutionen sind nicht an sich grausam. Sie beginnen überhaupt erst zu politischer Gewalt zu greifen, in dem Moment, in dem sich eine militante, konterrevolutionäre, faschistoide Gegenbewegung dagegen formiert.
Das hat man in Russland sehr gut gesehen, wo es nicht die Bolschewiki waren, die von sich aus eine Terrorherrschaft begonnen haben, sondern der bolschewistische Konterterror eben erst eine Reaktion war auf das Ausbrechen des faschistoiden antikommunistischen Terrors der Weißen Armeen gegen die Revolution. Sozialistinnen sind keine durchgeknallten Gewaltfreaks, die sich wünschen, möglichst viele Leute an die Wand zu stellen und grausame Rache an ihren Gegnern von gestern zu nehmen. Es sind Menschen, die ein humanes, die ein viel demokratischeres, die ein viel partizipativeres Gesellschaftssystem aufbauen wollen, dass die das Gerede von Menschenrechten und Menschenwürde von einer Floskel erst zu einer Realität machen kann. Wer ist es denn, der tatsächlich massenhaft Gewalt gegen Menschen ausübt? Wer ist es denn, der massenhaft die Würde von Menschen missachtet, Menschen einsperrt, demütigt und zugrunde richtet? Das sind die bürgerlichen Staaten und ihre Polizei, ihre Gerichtshöfe und ihre Armee. Jeder bürgerlich-kapitalistische Staat bringt in einem durchschnittlichen Jahr mehr Menschen um oder richtet mehr Menschen zugrunde durch Polizeigewalt, durch Krieg, durch Inhaftierung von armen Menschen, als es alle linken Organisationen der letzten 100 Jahre in Westeuropa und Nordamerika zusammengenommen getan haben. Es ist nicht so, als ob die sozialistische, die kommunistische Bewegung irgendeinen besonderen Hang, eine besondere Affinität zu Grausamkeit und Blutvergießen hätte. Es ist im Gegenteil so, dass die sozialistische, die kommunistische Bewegung eine Reaktion auf die Grausamkeit, die Inhumanität des bürgerlichen Klassenregimes hat, erst darstellt, die wir heute in jedem bürgerlich-kapitalistischen Staat sehen. Der Sozialismus, der Kommunismus sind Bewegungen, die gerade anstreben, die Grausamkeit, das Blutvergießen, die Menschenverachtung der bürgerlich-kapitalistischen Welt zu überwinden, um eine menschenwürdige, eine demokratische, eine friedliche Gesellschaft erst zu einer Möglichkeit zu machen. Sozialistische Revolutionen starten nie mit irgendwelchen absurden Blutbädern. Sie sind immer Versuche, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, und sie werden erst in einem bestimmten Maße gewalttätig, wenn die faschistoide, die konterrevolutionäre weiße Reaktion darauf überhand nimmt. Das war in Russland so. Das wird in noch stärkerem Maße bei künftigen sozialistischen Revolutionen der Fall sein, in dem Maße, in dem ihre soziale Basis zunimmt. Die sozialistische Revolution in Russland war eine Revolution, die sich gestützt auf ein paar Prozent Proletarierinnen vollzogen hat, in einem in erster Linie kleinbäuerlichen Land. Heutige sozialistische Revolutionen würden sich vollziehen in Gesellschaften, die, wenn es sich um entwickelte kapitalistische Staaten handelt, zu 80 bis 95% aus Lohnarbeiterinnen bestehen. Es gäbe in solchen Gesellschaften einfach fast niemanden, der ein vitales sozioökonomisches Eigeninteresse daran hätte, gewaltsam Widerstand gegen eine sozialistische Revolution zu leisten oder gar eine Konterrevolution gegen ein bereits etabliertes sozialistisches Regime in Angriff zu nehmen. Der Sozialismus strebt danach, eine Demokratisierung der Gesellschaft zu schaffen und den Menschen erst die materiellen Möglichkeiten zu geben, unter denen Menschenrechte und Menschenwürde von einer Floskel zu einer Realität werden. Ich glaube, dass es extrem kontraproduktiv ist, wenn bestimmte Teile der linken Szene davon fantasieren, was werden wir nach der Machtergreifung mit unseren politischen Gegnern machen, wer muss an die Wand gestellt werden. Das ist überhaupt nicht das, was die kommunistische, was die sozialistische Bewegung anstrebt. Natürlich ist kein Mensch als ein Feind zu behandeln, der sich der sozialistischen Umwälzung nicht aktiv in den Weg stellt, der nicht mit der Waffe in der Hand oder als aktiver Propagandist versucht, wieder inhuman Zustände zu schaffen, der eine faschistoide Reaktion auf die sozialistische Revolution befürwortet. Ich bin natürlich der Meinung, dass niemand dafür bestraft oder gar umgebracht werden soll, dass er antisozialistische Positionen bezogen hat, dass er sich gegen den Sozialismus ausgesprochen hat. Der Sozialismus ist ein Gesellschaftssystem, das nicht 5 oder 10% heutiger Sozialistinnen zufriedenstellen soll. Es ist ein Gesellschaftssystem, das die Voraussetzungen für die Befreiung und die Demokratisierung der gesamten Menschheit schaffen soll. Der Sozialismus liegt im Interesse von 99% der Bevölkerung, und es wird sicher möglich sein, die riesige Masse der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist. Und die große Mehrheit der Bevölkerung verbindet bereits heute mit Sozialismus und Kommunismus positive Dinge und nicht negative. Es wird einfach keine Situation eintreten, in der eine winzige Minderheit von Sozialistinnen dazu gezwungen wäre, Gewalt und Terror gegen eine widerstrebende Bevölkerungsmehrheit einzusetzen. Der Sozialismus wird siegen durch die Unterstützung der Masse der Bevölkerung und nach seinem Sieg die restliche Bevölkerung davon überzeugen, dass es ein System ist, das in ihrem eigenen Interesse liegt, das ihr eigenes Leben besser, lebenswerter und vernünftiger macht. Man muss natürlich als eine politische Kraft
die ein neues Gesellschaftssystem schaffen will, bereit sein, notwendig, wenn es notwendig werden sollte, auch bewaffneten Kampf zu liefern, denjenigen, dieses Gesellschaftssystem aktiv mit der Waffe in der Hand sabotieren und niederwerfen wollen. Natürlich müssen sozialistische Revolutionäre bereit sein, gegen bewaffnete Faschisten zu kämpfen, die sozialistische Ordnung zerstören und ein faschistoides Regime aufrichten wollen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es irgendein Fetisch für Gewalt und Unterdrückung gibt, sondern dass es notwendig ist, bewaffnete, bösartige Reaktionäre zu bekämpfen, die ein humanes Gesellschaftssystem verhindern bzw. rückgängig machen wollen. Kein Mensch würde bestreiten, dass es legitim und notwendig war, dass die Alliierten sich im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazi-Invasion gewehrt haben. Genauso kann kein vernünftiger Mensch ernstlich bestreiten, dass es legitim ist, wenn eine sozialistische Revolutionsregierung sich gegen eine bewaffnete faschistoide Konterrevolution wehrt. Die Frage ist nicht, was haben Menschen vor einem Jahr, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren für politische Positionen vertreten? Wer sollte für was bestraft werden? Sondern ausschließlich, wer ist ein aktiver Feind der Revolution, der aktiv dagegen kämpft, dass der Sozialismus sich durchsetzt? Wer ist durch seine Handlungen ein reales Hindernis für die Errichtung einer humaneren, besseren Gesellschaft und muss deswegen leider notwendigerweise bekämpft werden? Es geht Sozialistinnen, die Materialistinnen sind, nicht um Bestrafung für vergangene Sünden von Menschen, sondern darum, ein besseres Gesellschaftssystem zu schaffen und dafür diejenigen zu bekämpfen, die aktiv mit der Waffe in der Hand oder als aktive Propagandistin dieses System sabotieren oder rückgängig machen wollen. Deswegen die Antwort könnte man kurz gefasst zusammenfassen mit: Sozialistinnen befürworten so wenig Gewalt, wie es nur irgendwie möglich ist, und so viel Gewalt, wie unbedingt notwendig ist, um eine sozialistische Ordnung schaffen zu können. Dazu empfehle ich aber, wie gesagt, den Beitrag, den ich in der Kommunistenkneipe schon besprochen habe, wo dieses Thema gewalttätiger oder gewaltloser Weg zur Revolution, ist eine sozialistische Revolution ein Blutbad oder nicht, bereits in längerer Form behandelt habe. Die fünfte Frage: Wie sieht deine politische Biografie aus? Ich bin relativ spät politisiert worden. Ich war, obwohl ich als Sohn eines aktiven linken Gewerkschaftsfunktionärs aufgewachsen bin, nicht unbedingt als Jugendlicher politisch involviert. Ich habe mich sehr viel mit historischen und politischen Themen auch schon als Jugendlicher beschäftigt, war aber sehr lange unpolitisch, politisch nicht organisiert. Und die ersten politischen Ideen, die ich als einer Schüler entwickelt habe, als Jugendlicher, waren eher durchweg liberale Ideen, keine dezidiert linken Ideen. Ich bin erst später mit 19, 20, 21, ich würde sagen, linkssozialdemokratischer Reformist geworden, der eine Humanisierung des Kapitalismus, eine Humanisierung der bürgerlichen Gesellschaft angestrebt hat, aber gleichzeitig auch allerlei beklopptes Totalitarismus-theoretisches Zeug vertreten hat über den diktatorischen Charakter des Sozialismus und so weiter. Ich bin Sozialist und überzeugter Marxist geworden, erst mit 22, 23 Jahren oder sowas um den Dreh herum, als ich begonnen habe, tatsächlich die marxistischen Klassiker zu lesen. Das ausschlaggebende Erlebnis war, glaube ich, bei mir die Lektüre diverser historischer Schriften von Franz Mehring, was mein erster Kontakt mit sozialistischer, mit marxistischer Geschichtsschreibung war, und ich sofort nach der Lektüre den Eindruck hatte, das ist die Art, wie man die Menschen, die Entwicklung menschlicher Gesellschaften, wie man die Interpretation der Weltgeschichte betreiben muss. Dass das die vernünftigste Art ist, wie man den Gesetzen auf die Spur kommt, wie Gesellschaften sich entwickeln, sich verändern, wie Gesellschaften ihre Form annehmen. Es war tatsächlich einfach der Punkt, an dem ich begonnen habe, tatsächlich die marxistischen Klassiker zu lesen. Zuerst Franz Mehring, dann vor allem die historischen Schriften von Engels und Marx und schließlich auch Lenin und andere Theoretiker des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, dass ich festgestellt habe, dass eigentlich alles, was man in bürgerlichen Medien über die marxistischen Klassiker hört, Lügen sind. Dass die Lehre von Marx, Engels, von Lenin keine diktatorische, keine menschenverachtende Lehre ist, sondern im Gegenteil eine vernünftige, materialistische Interpretation der Menschheitsgeschichte und daraus abgeleitet ein vernünftiges, historisch erwiesenes Handlungsprogramm für die Umsetzung ihrer politischen Ziele für die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft. Es ist, glaube ich, regelmäßig so, dass
Menschen ein intuitiv antikommunistisches Weltbild entwickeln, wenn sie den Marxismus nur aus der Vermittlung bürgerlicher Medien kennen, aber sofort von der Vernunft, von der überzeugenden argumentativen Kraft der marxistischen Klassiker überzeugt sind, wenn sie tatsächlich Marx, Engels, Lenin und so weiter im Originaltext lesen. Meine erste politische Organisation, in der ich Mitglied war, war dann allerdings keine marxistische Organisation. Ich bin zuerst, das war glaube ich 2009, einer Tierrechtsorganisation beigetreten, dem Verein gegen Tierfabriken, dem VGT in Österreich. Bin dort eigentlich nicht sehr lange geblieben, nach einem Jahr oder so ausgetreten, insbesondere weil ich immer dezidierter zum Marxisten geworden bin. Die idealistischen, die konsumkritischen Ansätze im VGT nicht gutheißen konnte, war dann eine Weile aktiv in einer Linksabspaltung des VGT mit einem sozialistischen Selbstverständnis, habe mich aber nach einer Weile von der Tierrechtsbewegung ganz abgewendet. Nicht, weil ich die Idee von Tierrechten ablehne, dazu werde ich wahrscheinlich auch ein eigenes Video machen, sondern weil mir der Ansatz der individuellen Konsumkritik, der moralistischen Kritik an den Handlungen von Individuen nicht zielführend, idealistisch und bescheuert erschien. Mein Eindruck hatte erstens, dass man mit den Methoden, die die Tierrechtsbewegung anwendet, keine politischen Erfolge erzielen kann und es zweitens auch unsinnig ist, sich monothematisch nur mit dem Thema Tierrechte zu beschäftigen, statt den Einsatz für Tierrechte als Bestandteil eines allgemeinen Ansatzes für eine humanere und vernünftigere Welt zu betrachten, was nur im Rahmen einer sozialistischen Organisation möglich ist. Aufgrund dieser Schlussfolgerung bin ich an der Zeit, als ich dezidierter, theoretisch mehr und mehr gefestigter Marxist geworden bin, zum Schluss gekommen, einer dezidiert kommunistischen Organisation beitreten zu wollen. Bin zunächst in Richtung des Trotzkismus gegangen, durch die Lektüre von Schriften von Trotzki, Isaac Deutscher und anderen trotzkistischen Theoretikern zum Trotzkisten geworden, war mehrere Jahre Mitglied in der SLP, also der österreichischen Sektion des CWI. Bin aber schon vor 3 Jahren war das ungefähr, aus dem CWI ausgetreten, aufgrund der Faktoren, die ich in meinem Video über den Trotzkismus schon dargelegt habe, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen. War kurz danach in Gesprächen mit einer anderen trotzkistischen Organisation, der ich letztlich doch nicht beigetreten bin, bin jetzt aktuell in keiner politischen Organisation Mitglied, betrachte das aber selbst als einen unbefriedigenden Zustand, den ich sicher nicht dauerhaft so werde beibehalten wollen. Aber ich bin einfach noch nicht am Punkt, dass ich in Wien zurzeit eine andere Organisation finden würde, bei der ich davon überzeugt wäre, dass es sinnvoll wäre, dass es am sinnvollsten wäre, gerade dieser Organisation keiner anderen beizutreten. Das heißt, seit 2, 3 Jahren bin ich leider politisch nicht organisiert, sehe das aber als keinen guten, als keinen akzeptablen Dauerzustand an. Die nächste Frage: Kannst du Bücher für eine marxistische Betrachtung der Geschichte empfehlen? Ich glaube, dass man einerseits natürlich, um einen Eindruck von materialistischer Geschichtsschreibung zu bekommen, den schon erwähnten Franz Mehring oder andere Klassiker marxistischer Geschichtsschreibung wie die historischen Schriften von Engels und Marx unbedingt lesen sollte. Das aber in dem Maße, in dem eine materialistische Geschichtsschreibung im allgemeinen Sinne zumindest zeitweise und zumindest in bestimmten Ländern Mainstream der Historiografie geworden ist, man seine Lektüre nicht unbedingt danach auswählen muss, ob ein Historiker, ob eine Historikerin jetzt dezidiert Marxistin ist, sondern einfach danach, ob es eine materialistische, gut fundierte Geschichtsschreibung ist. Es gibt insbesondere seit dem Siegeszug einer materialistischen, strukturgeschichtlichen Historiografie ab den 60er, 70er Jahren Hunderte, Tausende Historikerinnen, die sich selbst nicht dezidiert als Marxistin oder Kommunistin verstehen, die aber trotzdem eine wertvolle, materialistische, gut fundierte, vernünftig begründete Geschichtsschreibung betreiben, in der sie die sozialen und ökonomischen Lebensbedingungen von Menschen, nicht Ideologien oder das Genie von Individuen als die ausschlaggebenden Kräfte der Geschichte betrachten. Das heißt, in dem Maße, in dem marxistische Ideen über Geschichtsschreibung und der historische Materialismus zumindest in einem Teil des historischen Establishments zu einer
Standardform der Geschichtsinterpretation geworden ist, wird es auch weniger notwendig, seine historische Lektüre danach auszuwählen, ob eine Historikerin sich dezidiert als Marxistin versteht. Insbesondere seit dem Untergang des sowjetischen Blocks in der DDR sind natürlich die riesengroße Mehrheit aller heute aktiven Historikerinnen keine dezidierten Marxistinnen oder Kommunistinnen. Das heißt aber nicht, dass es keinen Sinn macht, historische Arbeiten zu lesen, die nach 1990 erschienen sind. Natürlich gibt es hunderte, tausende Historikerinnen, die ohne sich dezidiert als Kommunistin zu verstehen, eine materialistische Geschichtsinterpretation vertreten. Danach sollte man seine historische Lektüre auswählen. Handelt es sich um eine gut fundierte materialistische Darstellung, nicht bezeichnen die Leute sich selbst als Kommunistin. Man kann es als einen Triumph des Marxismus sehen, dass der materialistische Interpretationsansatz der Weltgeschichte ab den 60er, 70er Jahren auch in Westeuropa einfach so hegemonial geworden ist, dass es fast irrelevant wird, ob ein Historiker sich noch dezidiert als Marxistin versteht oder nicht, was vor den 60er, 70er Jahren meistens mehr oder weniger deckungsgleich war. Vor den 60er, 70er Jahren haben zumindest in Westeuropa, in Nordamerika, fast nur dezidierte Sozialistinnen materialistisch Geschichtsschreibung betrieben, Nichtsozialistin dagegen eine extrem idealistische Geschichtsschreibung, die als die treibenden Kräfte der historischen Entwicklung die Taten von großen Individuen, Religionen und Philosophien betrachtet hatten, nicht die sozioökonomischen Lebensverhältnisse von Menschen. Aber heute ist die Anschauung, dass man die Weltgeschichte interpretieren muss anhand sozioökonomischer Interessen von Klassen innerhalb der Gesellschaften, so hegemonial geworden, dass eine solche Unterscheidung kaum noch einen Sinn macht, meines Erachtens. Das heißt, sie würden nicht explizit suchen nach Historikerinnen, die sie als Marxistinnen betrachten, sondern einfach nach Historikerinnen, die eine vernünftige materialistische Interpretation der Geschichte treiben. Und am Ende jedes historischen Videos, das ich erstelle, gebe ich ja auch Lektüre-Tipps zu materialistischen forschenden und argumentierenden Historikerinnen, die mir zu diesen Themen positiv aufgefallen sind. Letzte Frage für heute. Würdest du für ein journalistisches Porträt zur Verfügung stehen? Grundsätzlich natürlich schon, kommt darauf an, was für ein Medium und um was für eine Art von Porträt es sich handelt, was für Themen dabei beschäftigt werden sollen. Aber grundsätzlich, ja, klar. Damit wäre ich am Ende der paar Fragen, die ich für die heutige Fragerunde ausgewählt habe. Es wird, wie gesagt, bei Erreichen der 1500 Abonnentinnen ein weiteres Frage- und Antwort-Video geben. Das heißt, wenn eure Frage nicht behandelt worden ist oder ihr noch andere Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Die werden bei der nächsten Ausgabe berücksichtigt werden. Damit wäre ich zu Ende für heute und bis zum nächsten Mal.